Der Grundstein für den Ersatzneubau der Sporthalle am Friedenshof wurde am 22. März in Wismar gelegt. Die Planungen begannen bereits 2021. Mit dem Neubau soll der gesamte Friedenshof aufgewertet werden. Die Dreifeldhalle beruht auf einem Konzept für Vereins-, Schul- und Wettkampfsport. Viel Kinder- und Jugendsport wird hier stattfinden, aber genauso auch Erwachsene. Es wird hier Wettkämpfe geben können und es wird auch Schulsport hier stattfinden. Also das ist schon ein breites Spektrum von Leuten, die davon letztlich profitieren, und es profitiert einfach auch das Umfeld. Im vergangenen Jahr wurde die alte Sporthalle abgerissen. Eine Sanierung hätte den modernen Ansprüchen nicht mehr genügen können. Damit langfristig eine nachhaltige Sporthalle für die Bewohner entsteht, hat sich die Bürgerschaft für einen Neubau entschlossen. Sowohl unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten war es einfach sinnvoller, eine neue Halle zu errichten, die den modernen Ansprüchen auch Genüge tut. Wir werden zum einen eine zusätzliche Zuschauertraverse ja hier einbauen, immerhin knapp 160 Plätze werden es sein. Wir werden aber darüber hinaus eben eine auch sehr energieeffiziente Halle haben. Die neue Halle entspricht unter anderem mit einer Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und Fernwärme modernen energieeffizienten Ansprüchen. Der Ersatzneubau kostet rund 11 Millionen Euro. 6,2 Millionen Euro erhält die Stadt durch Fördermittel. Das Bauvorhaben soll bis zum ersten Quartal 2025 fertiggestellt werden.